Sega. Der Gönner hat Siegeskaffee gekocht, macht ein neues Let's Play auf YouTube. Diesmal versucht er sogar ein paar Schlachten selber zu schlagen und nicht Auto zu resolven oder so Scheiß. Er wird euch natürlich mit historischen Informationen belästigen und anderen Dingen über Napoleon, die ihr vielleicht noch gar nicht kanntet. Und der Gönner wird natürlich stundenlang quatschen, vom Hölzchen aufs Stöckchen kommen und die Zeit mit dummen Sprüchen verplempern. Aber was, frage ich euch, wollt ihr sonst gucken? Minecraft? My Pony? GTA? Oder so ein Scheiß wie Pokémon? Vergiss es! Der Gönner spielt nur Strategiespiele und säuft Kaffee dabei. Wenn ihr Schweine meinen Kaffee abfackelt, gibt's Ärger! Frankreich glühte vor Stolz. Napoleon verlieh Frankreich Größe. Er gab Frankreich alles. Ruhm, Gerechtigkeit und ein Gesetz. Nichts blieb unangetastet. Sein Gesetzbuch ließ Gerechtigkeit für alle Wirklichkeit werden. Ich erlebte den Kaiser bei seinem Tun. Er war eine Naturgewalt. Ein Sturm, der die Spinnweben fortriss. Die alten Feinde verschworen sich gegen ihn. Britannien, Österreich, Russland und ihre Wasserträger. Napoleon sollte beseitigt und seine Flamme ausgelöscht werden. Wir versuchten, sie aufzuhalten. Im Jahre 1805 bereitete sich ganz Frankreich, sein Kaiserreich, auf den Krieg vor. Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und Salut et Fraternité, Citoyens, les Spectateurs, zu einem neuen Let's Play-Projekt von mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Und ich freue mich, euch heute einen weiteren Teil von Napoleon Total War präsentieren zu können. Es ist einfach ein historisches Let's Play, das mich dazu einlädt, massenweise über Geschichte zu schwadronieren. Und für alle, die mich noch nicht kennen und meinen Kanal noch nicht kennen sollten, ich spiele bevorzugterweise Strategie-Let's Plays, rundenbasierte Let's Plays, die mit Geschichte etwas zu tun haben. Und ich mag es sehr gerne, über Geschichte in diesen Let's Plays zu sprechen. Muss dazu sagen, ich habe auch Geschichte studiert. Ich bin Historiker und tatsächlich ist mein Schwerpunkt auch das sogenannte lange 19. Jahrhundert. Das ist so über den Daumen gepeilt die Zeit von der Französischen Revolution bis zum Ersten Weltkrieg. Also für mich heute die richtig gute Gelegenheit, euch mal auch mit ein paar historischen Hintergrundinformationen zu behelligen. Ich habe mir für dieses Let's Play auch noch ein Thema ausgedacht und habe mir wahnsinnig viele Notizen hier auf meinem Blog gemacht. Und für euch jetzt mal auch so ein bisschen die Frage, ihr könnt ja schon mal drüber nachdenken, was hat Napoleon denn mit Lügenpresse, mit Shitstorms und mit dem Internet zu tun? Wir werden es uns genauer angucken und hoffentlich auf einige Dinge in diesem Let's Play zu sprechen kommen. Eure Meinung ist natürlich gefragt. Ich freue mich immer über Kommentare. Sagt mir, was ich gut und besser machen kann. Und gebt mir einfach ein Feedback. Lasst mir einen Kommentar da. Ich freue mich immer darüber. Ich versuche auch immer zu antworten. Ich kann es nicht immer. Versuche es aber trotzdem. Und ich lese jeden Kommentar. Möchte ich auch nochmal sagen. Okay. So viel zum Vorgeplänkel an dieser Stelle. Ich möchte jetzt nicht zu lange dieses Intro verbreiten. Ihr habt ja eben schon einen Teil gesehen.
Es geht um die Europakampagne in den Jahren 1805 bis 1812. Da war Napoleon schon Kaiser. Er ist eine der schillerndsten Personen, die die Geschichte hervorgebracht hat. Das darf man wirklich so sagen. Sein Grab wird häufiger besucht als der Eiffelturm. Das muss man sich mal vorstellen. Und auch das zeugt doch tatsächlich von diesem unglaublichen historischen Dunst, der ihn so umwabert. Er ist außerdem eine Figur, die sehr stark polarisiert. Man hat sich immer die Frage gestellt, war er Tyrann in Europa? War er Befreier in Europa? Seine Rolle ist also heutzutage immer noch sehr umstritten. Und die Frage ist natürlich auch, hätte es vielleicht sogar alternativ eine friedliche Lösung zu diesen ganzen Eroberungskriegen gegeben, die Napoleon geführt hat? Das sind nur ein paar Aspekte von Napoleon, mit denen ich mich jetzt in diesem Let's Play mit euch beschäftigen werde. Ich lese jetzt kurz den Einleitungstext vor und dann starten wir auch schon in die Kampagne. Trotz all seiner kaiserlichen Fassade und republikanischen Gesinnung ist Frankreich eine absolute Monarchie, die nun von Kaiser Napoleon I. regiert wird. Seine Bemühungen, seine Brüder und Marschälle gut zu verheiraten, sind Teil einer dynastischen Politik, die der Politik der bourbonischen Könige in nichts nachsteht. Trotz alledem sind die Bürger Frankreichs frei. Napoleon hat in Rom seine Siege dazu eingesetzt, Frankreich zu reformieren. Neben der Herkunft zählt inzwischen auch Leistung etwas. Die Anstrengungen des Kaisers haben Frankreich zu einer beeindruckenden Großmacht werden lassen, die viele ihrer Nachbarn beherrscht. Napoleon hat die Landkarte Europas in seinem Sinne umgestaltet. Er ist Frankreichs große Stärke, aber gleichzeitig auch seine Schwäche. Im Umgang mit seinen Feinden und Rivalen zeichnet ihn nicht gerade diplomatisches Fingerspitzengefühl aus. Er hat es sich mit so gut wie allen verdorben, weil er immer nur genommen hat, auch wenn er eher hätte versöhnlich reagieren sollen. Ihr seht also hier schon direkt die Anspielung auf meine Frage. Hätte es denn vielleicht auch eine diplomatische Lösung zu all diesen Kriegen gegeben? Wir werden da auch ein paar Beurteilungen Napoleons besprechen. Ich möchte an der Stelle auch nochmal darauf hinweisen, für alle, die sich für Napoleon und diese Zeit interessieren, habe ich ein paar Bücher in der Videobeschreibung verlinkt. Und ihr könnt dann also auch nachlesen, wenn euch das interessiert. Ich spiele ja immer mit offenen Karten. Ihr wisst ja, woher ich meine Informationen habe und könnt das also insofern alles auch nachgucken. Mit seiner schlechten Diplomatie hat er dafür gesorgt, dass vielen die Briten als attraktive Bündnispartner scheinen oder so. Eine sehr stark wertende Äußerung. Infolgedessen lauern die Österreicher auf eine Gelegenheit, sich für ihre kürzlichen Niederlagen und Demütigungen zu rächen. Auch die Russen warten nur darauf, diesen Emporkömmling auf dem Thron des Kaisers wieder zu entmachten, wenn sich die Chance dazu bietet und werden sie das Handelsembargo, das Napoleon gegen England verhängt hat. ignorieren? Natürlich haben sie es ignoriert. Der Krieg gegen Russland war eine Bestrafungsaktion. Wird zumindest häufig so gedeutet. Die Preußen warten noch ab, aber wie lange noch? Werden sie einfach zusehen, wenn es nötig wird, die Macht Frankreichs in Norddeutschland auszubauen? Und dann sind da auch noch die Briten. Immer wieder die Briten. Um diese unversöhnliche kleine Insel muss sich bei Zeiten gekümmert werden. Frankreich sieht sich vielen Gegnern gegenüber. Aber sollten sie isoliert und einzeln ausgeschaltet werden können, wird in Europa wieder Frieden herrschen unter Napoleon Bonaparte, dem Erben Cäsars. Na, wenn das mal keine prätentiöse Ankündigung ist, dann weiß ich es auch nicht. Ich würde sagen, wir starten direkt in die Kampagne durch und ich spiele es auf schwer. Ich bin jetzt nicht so der Napoleon-Crack schlechthin. Ich sage einfach direkt dazu, ich spiele lieber... Also das sind meine Favoriten, Rome Total War, der erste Teil natürlich, und Medieval 2 Total War, das sind so meine Steckenpferde eigentlich. Aber ich finde Napoleon Total War und Empire Total War hatten ein ganz, ganz besonderes Flair und ist es auf jeden Fall wert, sich das mal anzuschauen. Napoleon Total War übrigens eine sogenannte Standalone-Erweiterung. Ihr könnt es spielen, ohne Empire Total War zu besitzen. Es ist die gleiche Engine wie bei Empire, ihr werdet es sehen, es sieht relativ ähnlich aus. Übrigens auch bis zu Total War Attila immer noch diese Engine von Empire Total War im Einsatz. Nur so als kleine Randinformation für euch. Starten wir doch direkt durch.
Die verräterischen Briten haben erneut Pläne gegen Frankreich geschmiedet. Nachdem sie Österreich und Russland von einer Koalition überzeugt haben, haben sich österreichische Truppen in Bayern und Italien gesammelt und auch die russischen Streitkräfte sind im Anmarsch. In der Zwischenzeit verhindert die königliche Marine, dass französische Schiffe frei die Küste befahren können. Ihr Admiral Nersen darf nicht unterschätzt werden. Preußen ist der Koalition bisher nicht beigetreten und wird uns auch nicht mit Waffengewalt unterstützen. Deshalb muss die Revolution nach Preußen gebracht werden. Das besetzte Württemberg und Bayern rufen um Hilfe und die französischen Truppen sind bereit, in die deutschsprachigen Länder einzumarschieren und sich den vereinten Streitkräften Österreichs und Russlands zu stellen. Die Eroberung Wiens und Moskaus sollte unser Hauptziel sein. Es sei denn, es tauchen weitere Nationen auf, was unser Eindringen in andere Gebiete erforderlich machen würde. Ja, und dann können wir an der Stelle auch endlich mit dem loslegen, was sich mal so auf der Kampagnenkarte abspielen wird. Ihr habt es schon gehört, wir haben eine wichtige historische Mission. Wir sollen die Stadt Wien erobern. Ich lese das ganz kurz vor. Mon Empereur. Erneut haben die europäischen Nationen sich in der Hoffnung verbündet, das mächtige Frankreich zu Fall zu bringen. Österreich, das immer noch nicht begriffen hat, wie nutzlos es ist, unsere große und mächtige Nation herauszufordern, macht sich in diesem Moment daran, uns an unserer östlichen Grenze anzugreifen. Wir werden derartige Feindseligkeiten nicht dulden. Erobern Sie Wien und vernichten Sie die sogenannte Macht Österreichs ein für alle Mal. Belohnung: Österreich wird zur Kapitulation gezwungen. So hervorragend. Okay. Wir haben viele Dinge, die wir tun müssen. Viele Punkte, die ich euch noch nachreichen muss an historischen Informationen. Es ist unglaublich schwierig. Wie kam es überhaupt zu dieser Situation? Ich schau mal ganz kurz. Roger Dufresne schreibt das ganz schön in seinem Buch über Napoleon, also seiner Biografie, die er über ihn geschrieben hat. Und zwar... Das Kapitel trägt, ich lese es mal vor, weil er fasst es sehr, sehr gut zusammen. Das Kapitel trägt die Überschrift, die Inbesitznahme des Kontinents, Seite 101. Da die 150.000 Mann der Invasionsarmee nach England übergesetzt werden mussten, kurze Anmerkung von mir, es war natürlich Ziel Napoleons, nach England überzusetzen, um seinen erbittertsten Widersacher, eben die Engländer, in die Knie zu zwingen. War es unumgänglich, dass Frankreich sich die Herrschaft über den Ärmelkanal sicherte. Mit dieser Aufgabe wurde Admiral de Villeneuve an der Spitze einer französisch-spanischen Flotte betraut. Auf der Reede von Cadiz wurde er jedoch von Nelsons Geschwader eingeschlossen, und zwar am 18. August 1805. Das ist also hier noch nicht passiert. Im August 1804 hatte Zar Alexander I. mit Napoleon unter dem Vorwand gebrochen, dass dieser südlich der Alpen und östlich des Rheins Truppen unterhalte. Am 11. August 1805 unterzeichnete er mit London einen Bündnisvertrag, der vorsah, Frankreich in seine Grenzen von 1792 zurückzudrängen. Verärgert über die Mailänder Krönung, über die Annexion der Ligurischen Republik durch Frankreich im Juni 1805, über die Erhebung der Republik Lucca zu einem Fürstentum für Napoleons Schwester Elisa, schloss sich Österreich, bald gefolgt von Schweden und Neapel, dem englisch-russischen Bündnis an. Also Österreich war wirklich brüskiert darüber, denn Österreich hatte traditionell eben eine sehr, sehr starke Stellung in Norditalien eigentlich und sah das halt überhaupt nicht gerne. Dazu muss man auch noch sagen, warum Russland damit in den Kriegereien ist. Napoleon hat ja eine dynastische Verbindung mit Österreich eingegangen. Das hatte Metternich übrigens ganz gezielt erlaubt, weil er ganz genau wusste, wenn Napoleon das macht, wird das Bündnis mit Frankreich schwächen. Insofern natürlich hier nochmal ein ganz, ganz fieser Kniff an der Seite von Österreich, die da außenpolitisch ein bisschen weitsichtiger eigentlich agiert haben. Am 29. August wurde das Lager von Boulogne aufgehoben und die 150.000 Mann der Grande Armée, sie erhielt diesen Namen am 6. Oktober 1805, setzten sich in Marsch zum Rein. Am 15. September erhielt Villeneuve den Befehl, aus Cadiz auszulaufen und die neapolitanischen Küsten zu überwachen. So, und jetzt kommen wir zu meinem Vorgehen. Wir können uns es abschminken, innerhalb der nächsten 15 bis 20 Runden die Überlegenheit im Ärmelkanal zu erreichen. Ist für uns unmöglich. Die Briten haben einfach die beste Flotte mit dem besten General. Nachdem das gesagt ist, kann ich diese Flotte hier vollständig auflösen. Die kostet mich nur unnötiges Geld. Und wir wollen außerdem die Flotte von, ihr ahnt es schon,
Pierre Charles Jean-Baptiste Sylvestre de Villeneuve, die möchte ich außerdem auch noch auflösen. Er ist eine ganz, ganz tragische Figur in der Geschichte der napoleonischen Kriege. Er unterlag Nelson, der mit dieser überlegenen Taktik des Crossing the T, ich werde irgendwann nochmal versuchen, das nachzuspielen, die Überlegenheit errang und massenweise Breitseiten auf diese französisch-spanische Flotte abfeuern konnte, die außerdem in einem ganz, ganz erbärmlichen Zustand sich befand. Und Villeneuve war einfach, er war Napoleon treu ergeben, er ist ausgelaufen, er hat seinen Herrscher gewarnt, hat gesagt, das ist regelrecht, also ich übertreibe das jetzt ein bisschen, aber er hat seinen Herrscher gewarnt, er hat gesagt, unter diesen Umständen kann die Flotte Nelson nicht besiegen, er musste trotzdem auslaufen. Napoleon hat versucht, wie man im Fußballjargon so schön sagt, diesen Sieg über Nelson zu erzwingen. Villeneuve hat übrigens diese Niederlage nie verwunden, hat sich später das Leben genommen, hat einen wirklich ganz, ganz rührenden und bewegenden Abschiedsbrief an seine Familie, an seine Frau zu Hause gerichtet. Und es ist einfach, so viele Leben wurden da sinnlos vergeudet. Wir wollen diese Leben retten, indem wir auch, oder diese Leben schonen, sagen wir mal, indem wir Villeneuves Flotte stilllegen. Warum macht der Gönner das? Der Gönner ist wahnsinnig, der hat überhaupt keine Ahnung, der ist ein Trottel, der weiß nicht, was er tut. Der weiß ganz genau, was er tut. Wir werden es nicht schaffen, innerhalb der nächsten zehn Runden die Überlegenheit im Ärmelkanal zu erreichen. Bis dahin kosten uns diese Schiffe aber, und jetzt haltet euch fest, so ein Schiff kostet ja teilweise bis zu 400 Franken pro Runde. Wir sind einfach Tausende und Abertausende Franken los, die wir einfach nur sinnlos dadurch verbraten, dass wir diese Schiffe unterhalten. Das lohnt sich für uns nicht. Es ist schade, ich weiß, aber wir müssen es eigentlich so machen. Wir haben außerdem noch eine Schonfrist von ungefähr, über den Daumen gepeilt, 10, 15 Runden, bis die Briten uns hier am Ärmelkanal angreifen. Also von daher haben wir noch ein bisschen Zeit. Okay, gut. Es gibt jetzt hier verschiedene Eröffnungsmöglichkeiten. Ich wende eine an, die, ich will jetzt nicht sagen, ich habe die nicht komplett selbst entwickelt. So ähnlich selbst entwickelt. Also, es gibt ein Strategie-Let's Play, der heißt auch Let's Play Strategy. Ich werde den Kanal verlinken. Der hat eine ganz ähnliche Eröffnung, von dem habe ich mich auf jeden Fall inspirieren lassen dabei, um es mal nett auszudrücken. Nee, es ist nicht komplett geklaut, aber ich stimme mit ihm in einem Punkt überein, weil ich das jetzt auch ein paar Mal ausbaldowert habe. Der Vorstoß nach Osten gegen Österreich ist am Anfang recht selbstmörderisch. Österreich wird von Russland Verstärkung bekommen und dann gnade uns Gott, wenn wir gegen zwei Nationen auf österreichischem Terrain kämpfen, ohne die nötige Rückendeckung aus der Heimat zu haben. Es gibt aber eine andere Möglichkeit, was wir machen können. Wir installieren einen Brückenkopf in Innsbruck, marschieren vor gegen Venedig und Rom. Mailand wird sich mit Rom verbünden. Rom werden wir attackieren. Mailand wird dem Bündnis mit Rom die Treue halten. Wir werden mit unseren Truppen Mailand im Sturm einnehmen. Das haben die Mailänder nicht gesehen. So schnell stehen wir da. Werden unsere Herrschaft ganz schnell auf ganz Italien ausdehnen. Werden Sizilien dann bei Zeiten unterwerfen. Und haben hier sichere Verhältnisse, um hier alles abzuwehren, was da kommt. Wir machen noch was anderes. Wir müssen schauen, dass wir diese Armee, die momentan hier in dieser Enklave in Hannover steht. Wir müssen schauen, dass wir die Armee Richtung Süden bekommen können. Das ist vielleicht nicht unbedingt das Sinnvollste an der Stelle, aber wir müssen dazu Kassel den Krieg erklären. Das werden wir auch machen. Wir werden Kassel im Sturm erobern. Das haben die armen Leute in Hessen-Kassel noch nicht gesehen. Kassel ist sehr reich, hat eine Goldmine. Sichern wir uns auch. Venedig hat auch eine Goldmine, sichern wir uns auch. Wir machen dadurch 600 Kröten pro Runde mehr. Das ist Geld, das wir ganz, ganz dringend brauchen. Wir machen Bündnis mit Dänemark. Schweden wird sich verdrücken, wird diese Armee hier, die momentan noch Hannover droht, wird diese Armee zurückziehen. Auch dann haben wir ein bisschen ruhigere Verhältnisse. Wir machen Bündnis mit Preußen, das wird nicht lange halten, aber es wird halt erstmal ein bisschen halten und Preußen hält erstmal ein bisschen die Füße still. Wir werden außerdem noch versuchen, dass Preußen seine Bündnisse lockert. Und jetzt kommt einfach so ein ganz wichtiger Grundsatz, den man immer beachten sollte. Man muss bei Empire die Diplomatie machen, bevor wir irgendwelche Eroberungen und Kriegserklärungen durchführen. Alles birgt die Gefahr in sich, dass wir danach diplomatisch nicht mehr so handeln können, wie wir es eigentlich wollen.
Es kann immer sein, dass wir durch zusätzliche Gebietseroberungen Mali bekommen. Deswegen mache ich die Eroberung von Hessen-Kassel eigentlich eher am Schluss. Ich werde euch aber jetzt schon mal den Ausblick auf einige diplomatische Aspekte geben und euch danach dann kurz zusammengefasst, überblicksartig noch sagen, was ich genau gemacht habe und wie das funktioniert hat, weil diese Diplomatie am Anfang sehr, sehr lange dauern kann und ihr wollt eine Schlacht sehen, ich weiß es. Ich werde versuchen, die Schlacht gegen Hessen-Kassel selbst zu schlagen, auch wenn das nicht unbedingt ratsam ist, aber wir gucken mal. So, und da sage ich einfach nur noch ein paar grundsätzliche Dinge. Das mit den Bündnissen habe ich gesagt. Wir werden versuchen, ein Bündnis mit den Osmanen zu bekommen. Das kriegen wir, weil die Österreich total kacke finden. Deswegen werden wir das Bündnis mit den Osmanen anstreben. Und mit Preußen machen wir noch was ganz, ganz Wichtiges. Das an der Stelle vielleicht am allerwichtigsten. Wir werden die zwei Technologien von Preußen uns holen. Und werden die als Grundlage benutzen, um die nachher verticken zu können. Wir werden die nachher verticken, dealen, tauschen, verkloppen, verzocken. Denkt euch alle möglichen weiteren Worte noch dazu, denn das ist total wertlos, diese Technologien zu horten oder meinen zu wollen, die KI hätte keinen Vorteil durch diese Technologien. Die KI handelt untereinander und schachert sich, die bescheißt ohne Ende. Das ist total egal auf dieser hohen Schwierigkeitsstufe. Wir können die einfach, jetzt haben wir noch die Möglichkeit, die für ein bisschen Geld zu verkloppen, also machen wir es auch. Ja? Wir machen das. Okay. Ich darf noch ein paar andere Sachen nicht vergessen. Wir haben viele Agenten, die wir noch bewegen müssen, sage ich gleich. Also wie gesagt, wir machen diesen Deal mit Preußen. Bündnis jetzt, weil jetzt geht's noch. Wir haben keinen Malus aufgrund territorialer Ausdehnung. Wir haben nur religiöse Differenzen, weil die protestantisch sind. Wir haben die Kriegserklärung an den Freund, was scheiße ist, aber wir können versuchen, obwohl, ja, sie haben momentan gar keine Bündnisse, ne? Preußen hat noch keine, das ist sehr gut. Wir können später versuchen, die Bündnisse aufzulösen, das ist dann super. Vielleicht sogar die Handelsbeziehungen zu Russland und Schweden oder so. Das ist eigentlich ganz gut, glaube ich. Ne? Ne, müssen wir mal gucken. Okay. Doof wird es natürlich, wenn sie das Bündnis mit uns brechen und dann, sagen wir mal, irgendeinem anderen europäischen Staat, mit dem wir verbündet sind, den Krieg erklären. Das finde ich so geil. Müssen wir mal gucken, was wir dann machen, aber das sind alles noch ungelegte Eier. Wir verkloppen also unsere ganzen Technologien an alle Fraktionen hier. Wir bekommen so im Schnitt, ich sag mal, zwischen 280 und 520 Kröten für zwei Technologien. Und das ist Geld, was wir dringend brauchen. Ich gebe außerdem immer, wenn so eine Fraktion, sagen wir mal, keine Ahnung, nehmen wir mal Dänemark, die wollen ein Bündnis mit mir haben, dann lege ich kein Geld drauf, sondern eine Technologie, weil das total wertlos ist. Technologien haben nur dadurch einen Wert, dass ich sie von der KI kaufen kann, weil mich das voranbringt. Die KI hat immer den Vorteil bei der Technologie. Ganz, ganz wichtig. Okay. Also, der Günner ist total wahnsinnig. Der löst seine Flotte auf. Der verkloppt die Technologien. Der erobert Hessen-Kassel. Naja, das ist eigentlich gar nicht so verrückt, ne? Aber es ist halt wichtig, damit wir hier diese Landbrücke bekommen, ne? Der erobert Hessen-Kassel. Der erobert Venedig und Innsbruck und rückt nicht weiter vor gegen Wien. Warum macht er das und kümmert sich erst um Italien und so weiter und so fort? Glaubt mir, das lohnt sich. Wir brauchen einfach Knete, Kohle, Asche, Schotter, Franken, Pinke, Pinke, Para, Sisi, keine Ahnung, denkt euch irgendwas. Wir brauchen eine massenweise Kohle, damit wir die nötige Rückendeckung haben gegen Österreich. So, und ich werde das jetzt mit der Diplomatie ein bisschen zusammenfassen. Ich mache an der Stelle einen kurzen Cut, werde euch dann sagen, was ich wo gemacht habe und dann werde ich das ganz kurz zusammenfassen, weil dann kann ich nämlich noch eine Schlacht zeigen und dieser Part wird nicht so elend lang. Die Bündnisse, die ich schmieden möchte, sind der nächste Punkt auf der Tagesordnung und ich habe das jetzt alles ausbaldowert. Ich erkläre wenige Punkte dazu und repliziere einfach mal die Ergebnisse. Preußen ist das Wichtigste, oder wir machen es ein bisschen anders, die wichtigsten Dinge zuerst. Also immer erst, natürlich, ich glaube, ich habe es schon im letzten Part gesagt, immer erst die Verhandlungen führen, bevor man jemanden angreift, weil danach könnten sich die diplomatischen Beziehungen verändern und dann können gewisse Dinge nicht mehr funktionieren. So ist es hier auch, auf jeden Fall.
Wir haben momentan ja hier ganz gute, noch, also obwohl sie feindlich sind, sind es noch relativ gute Beziehungen zu Preußen. Religiöse Differenzen, Geschenk, Krieg, Kriegserklärung an Freund, geschenkt, historische Streitigkeiten, ja, kann man, das geht natürlich irgendwann weg, aber ganz wichtig ist, wir bekommen diesen Malus durch territoriale Ausdehnung nicht, das ist das Wichtigste. Okay, und Preußen ist der wichtigste Verhandlungspartner für uns. Wir werden nämlich Folgendes machen. Wir tauschen die komplette Technologie, wir bieten ihnen Handelskommen und ein Bündnis an, wir holen uns für 5 Runden militärischen Zugang, bieten ihnen unbegrenzten militärischen Zugang an. Das finden die total gut. Und jetzt kommt der Clou. Wir bitten dich darum, Russland den Krieg zu erklären. Also auch in den Krieg gegen Russland einzutreten. Das ist insofern toll, weil die eine gemeinsame Grenze haben. Das wird die Russen zumindest ein bisschen beschäftigen und die Preußen zumindest auch ein bisschen beschäftigen. Jetzt müssen wir ihnen aber Geld anbieten. Und es geht für... Jetzt muss ich überlegen, Moment, es geht für 800 Kröten, meine ich. Also ich gebe ihnen 800 Kröten, das ist vollkommen legitim. Wir tauschen die komplette Technologie aus, militärisches Bündnis, militärischer Zugang, Handelsabkommen. Der militärische Zugang ist halt wichtig wegen Hessen-Kassel, ne? Und das erkläre ich jetzt nur noch ein bisschen ausführlicher, damit ihr das schon mal sehen könnt. Okay, wir übermitteln. Und es könnte sein, dass man es auch für 700 schafft. Ich habe jetzt 800 genommen, ist die sichere Variante. Das nächste. Die Osmanen. Wundert euch bitte nicht, dass die ganze Zeit mal wieder der Sound weg ist und wiederkommt. Das liegt daran, weil ich mir die Ergebnisse in einer anderen Datei gespeichert habe und die rufe ich gerade parallel hierzu auf. Von den Osmanen. Verlangen wir genau 2500 für ein Handelsabkommen und die Technologien. Das funktioniert ganz hervorragend. Bündnis machen wir später. Die werden nämlich Österreich in Krieg erklären oder wollen die Bündnis mit uns einfach so. Das ist total super. So, dann müssen wir gucken. Spanien geht noch. Bei Spanien ist es folgendermaßen. Die mögen uns nicht so sehr, deswegen geben die uns nicht so viel Geld. Aber ein Tausender ist drin. Kann sein, dass ihr 1100 für verlangen könnt. Ich glaube nein. Vielleicht 1050. Ist egal. So, jetzt kommen noch ein paar andere Sachen. Baden-Württemberg. Technologien, genau, habe ich dir gegeben. 500 Kröten haben wir hier. Batavische Republik geht nicht. Bayern. Also, ne, das, die späteren Niederlande. 500. Bei Bayern, gleicher Betrag. Dänemark wird super interessant. Die nehmen wir nämlich mit rein in den Krieg gegen Schweden. Machen wir aber gleich. Hessen bekommt die Technologie. Für 400, die mögen uns nicht ganz so sehr. Aber die können wir ohne Probleme Ah, stimmt. Ohne Handelsabkommen. Wollen sie nicht so viel haben, ne? Oder geben sie uns nicht so viel? Wir sind dann halt bündnisbrüchig, was das Handelsabkommen abgeht, aber ist okay. Der Kirchenstaat. Der mag uns gar nicht. Ne, warte mal, warum mache ich hier Bündnis? Sorry. Total falsch. 220 kriegen wir nur von dem. 225, 230 kann auch sein. Italien, immerhin 500. Ich habe das hier schon mehrfach ausprobiert, also in der Regel, das kann man fordern. Ihr wisst ja, ich gebe, also, mit Neapel können wir nicht handeln, weil im Krieg, ne? Von Sardinien kriegen wir noch immerhin 200. Ihr wisst, ich gebe nicht so viel auf Technologien. Die KI bekommt die sowieso. Ne, deswegen wird die hier direkt vertickert und so weiter. Handelsabkommen. Zahlung 350 bei Mecklenburg. Kann sein, dass mehr oder weniger geht. Also viel mehr geht definitiv nicht. Oldenburg. Geht, glaube ich, nicht, ne? Ja. Portugal. Das ist interessant, weil wir denen tatsächlich hier ein bisschen Geld für das Handelsabkommen anbieten müssen. Aber es sind nur 100 Kröten.
Das ist okay. Ah ja, genau, das war's doch. Hä? Habe ich... Ah, ich wollte Geld von ihnen haben, ne? Ja, ist okay. 120 ist auch okay. Also wegen 20 Kröten mache ich jetzt hier keinen Stress. Sachsen. Leider nur 180. Sachsen übrigens auch ein Gewinner der napoleonischen Neuregelungen. Schweden geht nicht. Eidgenossenschaft. Immerhin 500. Von den Schweizern. So. Wir haben die Deals gemacht. Es fehlt noch Dänemark. Krieg beitreten gegen Schweden, bitte. So, jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Die finden das total geil, wenn ich den unbegrenzten militärischen Zugang anbiete. So, und jetzt war ich mir nicht mehr, jetzt bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher. Ich glaube, 850 kann ich verlangen. Ist das korrekt? Nee, das war falsch. Da stimmte was nicht. Nur nochmal zu der Sache, die Technologien sind relativ wertlos. Die KI bekommt sowieso alles, was sie will. Wichtig ist halt hier der Krieg gegen Schweden. So, Handelsabkommen, militärisches Bündnis, Krieg beitreten. Zahlung einfordern. Waren es 500? Waren es 650? Waren es 650? Nee, offenbar auch nicht. Shit. Sorry, dass es gerade ein bisschen länger dauert, Sekunde. Aber das ist wichtig. Das hier ist ein ganz, ganz wichtiges Bündnis. So nehmen sie es auf jeden Fall an. Aber ich will ja natürlich noch ein bisschen Geld da haben. 500 waren es, oder? 500 gehen. Moment, also Handelsabkommen, militärisches Bündnis, Kriegsbeitritt gegen Schweden. Technologien bekommst du und den militärischen Zugang. Ja, okay. Super. Dann haben wir das. Und was ich jetzt als nächstes mache, ist, jetzt muss ich mal gerade gucken, was ich hier auf meiner To-Do-Liste habe. Ich glaube, der Krieg gegen Hessen-Kassel. Ja. Und das macht man wie folgt. Diese Armee hier marschiert vor und wird den Krieg gegen Hessen-Kassel erklären. Wir brauchen keinen Beistand. Das vergessen wir. Achso, bitte schnell. Genau. So, lasst das Kanönchen ruhig da drin. Und jetzt nehmt ihr die Armee raus. Belagert. Und nehmt die Armee. Und zieht die dazu. Und dann kann man hier eine schöne Schlacht machen. Automatisch ein absolut sicherer Sieg. Stopp. Lass. Belagern. Ja. Und ich werde euch gleich dann die Schlacht zeigen und mache an der Stelle einen kurzen Cut. Bis gleich. Nicht ohne euch noch mit zwei Details gelangweilt zu haben. Also wir haben hier zwei interessante Persönlichkeiten, um die es in der Schlacht auch gehen wird. Nämlich Louis-Nicolas Davout, der war ein herausragender General bei Napoleon, führte das dritte Korps gegen Österreich, also befähigte außerdem noch den rechten Flügel der Grande Armée. Was hat er gemacht? Er war in der Schlacht bei Austerlitz, triumphierend über die Österreicher und 1806 eben bei der Schlacht bei Auerstedt gegen die Preußen. War also ein ganz herausragender General, wurde später zum Herzog von Auerstedt erhoben. Also Napoleon hat ihn dadurch geehrt und seine Verdienste gewürdigt, indem er ihn zum Herzog ernannt hat. Deswegen wurde er dann Teil dieser Gouverneure, die Napoleon eingesetzt hat, um die besetzten Gebiete zu kontrollieren. Der andere, der ist insofern interessant, weil Jean-Baptiste Bernadotte, der spätere König von Schweden, Karl der 14. Johann ist,
Das ist total krass. Natürlich, wie wird so jemand König von Schweden? Ich werde das nach der Schlacht auf jeden Fall noch erzählen. Also nachdem wir diese Schlacht geschlagen haben, werde ich noch ganz kurz was zu Jean-Baptiste Bernadotte sagen. Und in der Tat sind die Bernadotte momentan auch noch die aktiv regierende Dynastie in Schweden. Dazu bedurfte es einiger merkwürdiger Zufälle, auf die ich später zu sprechen komme. Und das war's. Wir springen jetzt in die Schlacht. Und dann sehen wir die Schlacht. Ich gebe zu, dass ich an der Stelle nochmal neu geladen habe. Und zwar ist mir vorhin Folgendes passiert. Ich glaube, vielleicht bastle ich das noch irgendwie so als Outtake oder so hinten ans Ende der Episode. Und zwar Jean-Baptiste Bernadotte, der noch volle Einheitenstärke hatte, ist durch einen Querschläger vom Pferd geschossen worden, war tot. Und das sehe ich jetzt an der Stelle echt nicht ein, dass mir hier eine wichtige historische Figur, über die ich auch noch viel zu sagen habe, einfach so wegstirbt, weil das Spiel meint, den Günner verarschen zu müssen. Okay, also ihr wisst, was ich meine, ne? Nehmt es mir bitte nicht krumm. Wir ziehen uns hier direkt zurück. Komm es bitte hier hin. Jetzt muss ich mal schnell schauen. Moment, Sekunde, mal kurz pausieren. Man muss ja echt hier wie ein Schießhund aufpassen, in welchem Terrain man sich hier befindet. Also da oben wäre eigentlich die beste Schussposition für eine Artillerie, weil das eine erhobene Position ist. Das heißt, wir müssen es zumindest so gestalten, dass alle Einheiten, die da runterkommen, von der Artillerie getroffen werden können. Deswegen stellen wir die Artillerie hier hin. Wir stellen die Linie auf die Seite. Und die Linie auf die Seite. Da möchte ich in der Tat auch keine Einheit verlieren. Also wenn ich da jetzt eine Artillerie verlieren würde, dann wäre das nicht ganz so schlimm für mich. So, ich stelle mir die Generäle mal da hinten ins Wäldchen und gucke jetzt einfach nur, dass die so schnell wie möglich aus dem Weg kommen. Und dann schauen wir mal. Also es ist jetzt nicht die tollste Schlacht, die ihr hier sehen werdet. Aber es gibt so ein paar, ja, also ich will trotzdem mal hier versuchen, mein Bestes zu geben und diese Schlacht zu entscheiden. Abprotzen bitte. Ja, also ich versuche das als Outtake hinten dran zu hängen. Jean-Baptiste Bernadotte steht hier in dieser Mulde. Hier in dieser Mulde. Und hier drüben steht meine Infanterie. Bereit zum Vormarsch auf die letzte verbliebene Artillerie, die sich nicht zurückziehen wollte. Die steht ungefähr hier. Und er schießt auf die Infanterie. Und die Kugel prallt so hier in dieser Ecke auf. Springt hier rüber und reißt Jean-Baptiste Bernadotte vom Pferd runter. Da habe ich einfach gedacht, nee, sorry. Also das sehe ich nicht ein. Und es sieht momentan so aus, als würde die KI nicht näher kommen wollen. Ist das so? Doch, er kommt näher, gut. Wir haben halt hier den Vorteil von einer etwas besseren Artillerie. Ja, leider sind diese Einheiten hier. Ich könnte ihn jetzt angreifen, aber dann würde, also mit so einem General, aber dann würde die Einheit wahrscheinlich auch wieder sterben. Wenn in so einer Situation man natürlich verheerenden Schaden anrichten könnte. Der hat halt eine mobile Feldartillerie. Ist wesentlich praktischer als meine 6-Pfünder. Die 600-Fuß-Artillerie ist einfach die beschissenste Artillerie, die es in diesem Spiel gibt. Sie verlangsamt die Armeen und ist einfach noch nicht mal besonders gut. Hier habe ich jetzt auch eine scheiß Situation, weil ich hier durch dieses Wäldchen durchschieße. Das ist nicht das, was ich schlussendlich vorhabe, sondern ich möchte natürlich Kartätschenladungen abfeuern und dann im Idealfall eben auf die Regimenter, die sich hier diesen Hügel runter bewegen. So, das hier ist schon wieder gefährlich. Stell dich mal hier unten auf. Willst mich jetzt echt verarschen?
gehen auch nur die Hälfte der Projektile in einer ordentlichen Flugbahn drüber. Aber hier sind immerhin ein paar gute Treffer dabei, das ist schon mal was. Also wenn wir ein bisschen mehr Kavallerie hätten, wäre diese Schlacht hier unglaublich einfach. Auf den General kann ich noch nicht schießen, das ist schade. Die Chevaux Légers sind für unsere Kavallerieeinheiten besonders gefährlich. Weniger jetzt eigentlich für die, weniger jetzt eigentlich hier für unsere Generäle, mit denen wollen wir eh nicht ins Gefecht eingreifen. So, drückt mir die Daumen, dass es diesmal klappt. Das ist schon die erste Einheit. Und er kann mit den bewaffneten Bürgern weiter schießen als meine Linie. Das ist ja mal ein schöner Witz. Das glaube ich ihm eigentlich nicht. Aber ihr seht schon hier, die Linie ballert den Burschen komplett zusammen. Wir rücken nicht weiter raus. Staub kommt wieder zurück. Kannst du eine Kartätschenladung verschießen? Nee, noch nicht. Wir schießen ihm hier voll in die Seite, ne? Der einzige... Oh, scheiße. Der einzige... Vorteil, den wir hier haben. Das war echt blöd. Jetzt haut schnell ab, Leute. Hofft, dass er... Ja, der kann zum Glück nicht schießen. Das sind ja zum Glück auch nur Bürger. Die treffen nicht so gut. Ich musste hier... Das war recht scheiße. Ich musste hier einen normalen Angriffsbefehl setzen. Dann ist die Einheit natürlich verfolgt und hat hinterher gedreht. Und das will man auf gar keinen Fall. Okay. Dann schau mal. Schieß mal auf den. Jetzt übrigens auch mal langsam mit der... Nee, noch nicht. Du wartest noch ein bisschen. Ja, sehr schön. Da wird richtig einmal durchgesiebt. Er greift jetzt hier nur über die Flanken an eigentlich. Das ist auch ein bisschen merkwürdig. Aber er hat hier dadurch natürlich auch sehr hohe Verluste, weil ich mit der Artillerie immer in die Flanke reinschießen kann. Flüchtet ihr erst ein, ne, wenn wir jetzt hier eine Kavallerieeinheit dabei hätten. Einmal rein und Feierabend, ne? So, wir machen hier die... Wir machen hier die Front nochmal einen Ticken breiter. Ich schieße auf den General. Wenn er weg ist, ist gut. Komm, einmal noch rein hier. In die Einheit, bitte. Na komm. Bam. Sehr gut. Komm, die stehen mit dem Rücken zu uns. Die werden gerade in den Rücken von Artillerie beschossen. Da muss mehr gehen. So, den greifen wir jetzt an im Nahkampf. Es gibt uns eine neue Option. Okay, wir haben den gegnerischen General erwischt. Das ist super, ja. Aber wir haben jetzt eine neue Option. Wir können nämlich jetzt diese Artillerie etwas beidrehen. Das ist jetzt natürlich ein bisschen... Das sieht jetzt ein bisschen ungelenk aus, weil das so langsam geht, aber rein strategisch gesehen auf jeden Fall ein
extrem wichtiger Zug. Denn wir können jetzt diesem kompletten Regiment dort hinten in die Flanke schießen. Und des Weiteren hat unsere Linie jetzt hier ein hervorragendes Schussfeld. Und ihr seht, die schießen die Burschen komplett zusammen. Wir drohen jetzt mit dem Nahkampf, das wird die wahrscheinlich in die Flucht schlagen. Ja, oder doch nicht. Oder hat er einen Artillerietreffer gelandet? Das finde ich jetzt gerade irgendwie scheiße. Oder, nee, doch, scheint zu gehen. Geh mal schnell ins Karree. Eine unserer Einheiten verfügt über keine Munition mehr, Sir. Ja, ihr seht, das ist eigentlich das eigentliche Problem. Das bist du, ne? Ohne Munition, ne? Versuche jetzt hier. Ah, das ist nicht gut. Das ist besser. Ich schieße auf die Falschen. Nein! Ah! Habt ihr es gesehen? Ihr habt es wahrscheinlich nicht gesehen. Aber meine Einheitenaufstellung war auf einmal weg. Ja, schießt du mal auf die Artillerie, das ist gut. Super. Das läuft. Du kannst jetzt dich hier dazu stellen. Dann können wir auch hier deine Einheiten wieder in den Rücken ballern. Okay. Nächster Versuch, diese Schlacht zu entscheiden. So, wo ist die andere Kanone? Da hinten. Die Männer sind erschöpft, Sir. Sie müssen sich eine Weile ausruhen. Das ist okay. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Hey. Schieß doch mal auf den. Und wie viel sind es noch? 18 von 18. Also der steht eigentlich noch frisch da, ja? Gut, dann protz mal ab. Dann stelle ich hier oben drauf.
Die Position hier ist besser. Und wenn jetzt noch einer meiner Generäle durch einen Kollateralschaden oder irgendwie einen anderen Scheiß stirbt, dann kotze ich am Strahl. Es war echt ein Ding. Also wirklich, in so einer Situation, und es war so eine Situation wie jetzt, also ich hätte hier ein bisschen mehr Verluste, glaube ich, aber es war so eine Situation wie jetzt und die Kanone schießt genau von dieser Position, hinten hin. Da drauf, Aufsetzer, zack, hier oben drüber und schießt Jean-Baptiste Bernadotte das Pferd buchstäblich unterm Arsch weg. Klassischer Fall von Jagdunfall, würde ich mal sagen. Dass diese Artillerie da hinten überhaupt noch feuert, ist halt auch ein Witz, ne? Also, sie hat keine Chance mehr, hier irgendwie entscheidend ins Gefecht einzugreifen. Ach so, oh, ja. Wir können eigentlich das Gefecht abbrechen, weil wir belagern eine Stadt und die werden wir sowieso komplett, da werden wir die Garnison sowieso komplett vernichten. Oh, darauf ein Schluck Siegeskaffee. Okay. Also die Verluste sind sensationell gering, ne? Ihr seht jetzt 1700 gegen 552 bei 122 Mann Verlusten. Das ist echt krass. Wir sehen auch hier, die Linienfüßeliere haben gut an Erfahrung gesammelt, sogar die 6-Fünder Fußartillerie. Ich glaube, ich werde eine davon auflösen. Um Gottes Willen, ich weiß, es ist verlockend, hier ein bisschen Geld rauszuholen, aber bitte friedlich besetzen. Man wird sonst seines Lebens nicht mehr froh, ganz ernsthaft. Also das ist, ja, das ist wirklich nicht schön. Das Doofe ist, jetzt muss ich den Kram hier reparieren, da habe ich eigentlich keine Lust drauf. Wir haben halt auch in Hannover schon so ein Ding. Umbauen kann ich es nicht, ich kann es abreißen. Es ist die Frage. Lass mich mal kurz überlegen. Es ist halt auch protestantisch, das ist nicht ganz so gut. Naja, okay, gut. Wir schauen mal. Also, Hessen-Kassel ist damit weg. Wir besitzen jetzt eine Landverbindung. Interessanterweise müssen... Können wir hier immer noch nicht durch? Ah. Okay. Ja, ja, c'est pas possible. Naja, gut, aber wenigstens haben wir jetzt hier unsere Landverbindung. Wir müssen jetzt überlegen, ob wir nach Hannover weiterlaufen. Das brauchen wir aber, glaube ich, nicht mehr, weil Dänemark mit im Krieg ist gegen Schweden und weil Preußen mit im Krieg ist gegen Russland. Also das ist eigentlich gut gelaufen in der ersten Runde bisher für uns. Diplomatisch war das ja alles so mehr oder weniger ausbaldowert. Und jetzt kommen noch ein paar weitere entscheidende im nächsten Part dann, Leute. Ne? Also ich konnte wenigstens eine Schlacht zeigen. Im nächsten Part kommen noch ein paar weitere entscheidende Moves für den ersten Zug. Aber der ist unglaublich wichtig. Sollte man nicht unterschätzen. Und dann werden wir auch nochmal ein bisschen über die Generäle von Bonaparte reden und ich werde dann zu denen auch nochmal ein bisschen was sagen. Wir können an dieser Stelle aber auf jeden Fall schon einmal festhalten, dass Jean-Baptiste Bernadotte Schwein gehabt hat. Er ist am Leben geblieben und hat immer noch die Chance, schwedischer König zu werden. Das könnte man vielleicht jetzt noch so als Ausstieg sagen. Also das ist auch eine ganz absurde Geschichte, wie der überhaupt auf den, man muss sich ja die Frage stellen, wie kommt ein französischer Marschall auf einen schwedischen Königsthron? Und das ist ja interessant eigentlich. Schweden war ja schon im Krieg mit Frankreich, das habe ich ja gesagt. Also gab da eher eine anti-französische Politik, die ganz stark betrieben wurde unter Gustav IV. Adolf. Und der wurde weggeputscht. Es kam zum Staatsstreich und er wurde 1809 wurde er gefangen genommen und musste dann zugunsten seines kinderlosen Onkels, und das ist nämlich krass, man hat also bewusst auf Gustav IV. Verzichtet. Also man hat, oder was heißt man hat verzichtet, man hat ihn bewusst abgesetzt, man hat ihn bewusst weggeputscht und an die Macht kommt, und das muss man sich halt mal vorstellen, ein kinderloser Onkel, Karl der 13. Karl der 13. hat halt eben das Problem, weil er keine Kinder hat, dass er sich um seine Thronnachfolge kümmern muss, und da muss man jetzt auch dazu sagen, Karl der 13. war jetzt auch schon nicht mehr, ich muss mal gerade überlegen, ich glaube, er war auch nicht mehr ganz so taufrisch, als er auf den Thron kam, 1809, da war der Mann über 60. Ja, also mit über 60 war es schon relativ schwierig für ihn, dann noch einen legitimen Nachfolger zu bekommen. Das war schon nicht mehr ganz so einfach. Und stattdessen hat man sich dann auf einen adoptierten Prinzen geeinigt, der so eine
der eine Verbindung über Schleswig-Holstein zu Karl dem 13. hatte. Das war Christian August von Schleswig-Holstein-Sonderburg-Augustenburg. Und der stirbt auf einmal ganz plötzlich 1810 und die ganze Welt ist erstaunt, denn jetzt gibt es auf einmal keinen legitimen Nachfolger mehr. Ja, und jetzt drohte halt Schweden in eine ernsthafte Krise zu stürzen, denn man muss dazu sagen, König Gustav IV. Adolf, der ja durch einen Staatsstreich überhaupt erstmal weggeputscht wurde, der hatte außenpolitisch mehrere Katastrophen angerichtet und vor allen Dingen das schwedische Offizierkorps stand halt nicht mehr hinter ihm. Die Reichsstände, also ja, man kann das schon so bezeichnen, also so die Reichsstände, die standen halt nicht mehr hinter ihm, die Landstände vielleicht besser. Die standen also, ne, ihr wisst, also Adel, Klerus und so weiter, ne, auf der schwedischen Ständeversammlung, die, wie gesagt, die hatten sich von dem Vorgänger ja bereits schon distanziert, ne, und diesen Putsch halt überhaupt erst möglich gemacht. Das ist schon mal die erste innenpolitische Krise, die sich halt anbahnt. Dann wird eben noch dieser kinderlose Onkel auf einmal zum König ernannt, weil man halt schon jemanden aus der Dynastie braucht. Das muss dann natürlich auch ein männlicher Nachfolger sein. Dass übrigens auch eine schwedische Prinzessin den Thron erben könnte, das ist, glaube ich, erst, meine Güte, das ist erst deutlich später in die Verfassung implementiert worden. Ich glaube, in den 1970ern oder so hat man das erst gemacht. Also erst ganz, ganz spät. Naja, wie gesagt, es muss halt noch ein Mann sein, das muss dann ein legitimer Nachfolger sein und es geht dann eigentlich nur noch über Adoption. Der Karl der 13., der kriegt keine legitimen Erben mehr, da ist der Zug abgefahren, das läuft nicht mehr, ne? Und wie gesagt, man versucht es dann halt über diese Adoption zu regeln und ich meine, da reiht sich schon Katastrophe an Katastrophe, das sind einfach unglücklichste Umstände, die man sich so kaum vorstellen mag und dann nimmt man halt diesen Bernadotte. Warum man sich jetzt genau auf den Bernadotte geeinigt hat, es ist schwer zu sagen. Ich würde vermuten, man hat bei Bernadotte auf jeden Fall so eine Vermittlerposition gesehen. Also es war ein renommierter Adliger, bei dem man der Meinung war, der hat auf jeden Fall das militärische Know-how, um Schweden wieder voranzubringen. Das war der eine Punkt. Und der andere Punkt war, man sah in ihm so eine Vermittlerposition. Er hatte einfach die besten Kontakte zu Napoleon, die man sich für einen schwedischen Thronprätendenten eben vorstellen konnte. Er galt auf der anderen Seite aber auch so ein bisschen als Kritiker, ich sag mal sanfter Kritiker, jetzt kein fundamentaler Kritiker und konnte damit natürlich überzeugen. Er war bereit zu konvertieren. Das war eben ganz wichtig, Frankreich katholisch, Schweden protestantisch, schwedischer Monarch muss die Religion des Volkes annehmen und musste eben konvertieren. Auch das wollte Bernadotte machen, insofern war das durchaus in Ordnung. Und nun ja, also man hat sich dann letztendlich dann auf Jean-Baptiste Bernadotte geeinigt. Geeinigt haben sich die Landstände, man sieht also auch das wieder. Also ne, ich nenne das jetzt Landstände, die heißen im Schwedischen anders und das ist natürlich auch eine andere Institution, aber ihr wisst dann in etwa, was ich meine. Die haben sich darauf geeinigt, das zeugt schon so von dieser innenpolitischen Krise, das ist ein ganz deutliches Anzeichen dafür, dass da die Zentralmacht so ein bisschen am Wanken ist und der Bernadotte schafft es tatsächlich halt eben diese Zentralmacht in einer gewissen Art und Weise wiederherzustellen. Es gab viele Probleme auf dem Weg dahin, aber er hat es tatsächlich geschafft. Ein Problem war zum Beispiel, dass er Napoleon ihm halt überhaupt erstmal gestatten musste, König von Schweden zu werden. Das war ja gar nicht so einfach. Bernadotte konnte ja nicht hingehen und einfach sagen, so, tut mir leid, ich habe jetzt keine Lust mehr, mein Regiment hier zu führen. Ich werde jetzt König von Schweden. Das wäre ja Fahnenflucht gewesen, das hätte der gar nicht machen können. Und vor allen Dingen, ich meine, welches Land hätte denn so einen fahnenflüchtigen König haben wollen? Ja. Also insofern war man auf die Zustimmung Napoleons angewiesen, der hat seine Zustimmung gegeben, Bernadotte musste konvertieren, auch das hat er getan, das Problem war, er sprach kein Schwedisch, er hat es versucht zu lernen und insofern hatte man dann, glaube ich, mit ihm dann doch eine recht gute Wahl getroffen. Immerhin, damit konnte dann die Kontinuität eines sehr, sehr langen Herrscherhauses aufrechterhalten werden. Schweden wurde keine Republik, das ist halt eben ganz, ganz wichtig. Also, naja, sie wurden später schon eine Republik, aber ne, so bald eben nicht. Die Monarchie sollte auf jeden Fall gewährleistet bleiben. Man hatte Angst vor einer Republik auch auf jeden Fall. Und die Integrität der schwedischen Monarchie
konnte so eben aufrechterhalten werden. Schweden, eine der längsten der ältesten Monarchien Europas, auf jeden Fall. Und so hat das Ganze noch ein glückliches Ende genommen. Ich verabschiede mich jetzt und ihr seht noch den einen oder anderen Fail. Macht's gut bis dahin. Ich sag mal, à la prochaine fois. Tschüss. Dann könnten wir... ausnahmsweise mal seine Artillerie ein runterfeuern. Ein glorreicher Sieg, Sir, gehört bald Ihnen. Ja, ja, das ist schon gut. Da hinten seht ihr den General rumgammeln. Das ist eigentlich ganz gut, dass er da hinten festklebt. Sir, Ihr General wurde getötet. Wahrlich ein schwarzer Tag. Was zum Fuck? Wie konnte der getötet werden?